Sieht aber aus wie ein Stück Holz. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück an Nerd7D. Ich bin Sir Ronny und wie ihr vielleicht denkt und oder auch nicht, es sollte gerade versucht sein, ein bisschen russischen Akzent in das Ganze reinzubringen, geht es ums Angebissen Volume 7, glaube ich. Wir sind ziemlich fortgeschritten mittlerweile. Es geht heute um russische Spezialitäten und in diesem Punkt möchte ich mich ganz doll bei André, unserem Zuschauer, bedanken. Der hat mir noch sogar ein kleines Briefchen und Zettelchen mit reingepackt, wie denn das Ganze zustatten kommt oder was hier drin ist und mit kleiner Beschreibung. Und dass man zum Beispiel das auch in russischen Läden wie im Mixmarkt kaufen kann. Also ich glaube in Kaufland und ähnlichen russischen kleinen Läden kann man eh viel von dem Zeug mittlerweile kaufen. Alles wird vielleicht nicht dabei sein, aber er hat uns hier ein bisschen was zusammengepackt und auch kurz mal beschrieben, dass da so teilweise echte russische Spezialitäten bei sind, die man zum Kaffee und Gebäck irgendwie dazu trinkt. Das ganze Paket, so groß wie es ist, hat gerade mal 15 Euro gekostet, also er hat sich noch nicht mal im Umkosten stürzen müssen. Ich werde mich hier gleich tierisch durchfressen, ihr seht schon, ich kann es kaum erwarten. Es ist so, dass man wohl nur in Kilogramm bezahlen oder kaufen kann. Das heißt, man sagt nicht, ich will eine Tüte Popcorn, sondern ein Kilo Popcorn, dann bezahlt man das Kilo dafür. Das ist ich glaube, an der tschechischen Grenze war das auch so, da ist man am Imbiss und wenn man da sagt, ich will von dem Schaschlik was haben, so viel ist Stopp und dann wird das gewogen und dann kann man es bezahlen und essen und das soll mit den Süßigkeiten genauso sein. Kennt man eigentlich auch vom Jahrmarkt, wenn man sich ja eine Tüte Schlümpfe kauft zum Beispiel und sagt, hier, ich will von dem, macht 200 Gramm und dann zahlt man das halt in Gramm oder Kilo. Ich würde sagen, ich greife mal rein und fange einfach mal an. Ja, also Russisch lesen kann ich nicht. Gesprochen habe ich es auch nie, außer Drus Davai oder Nastrovie oder ja, Davai, immer schneller. Mehr kann ich leider nicht. Als es da bei mir zu dem Punkt kam, dass ich Russisch hätten lernen sollen, ging die Grenze zwischen der DDR und der BRD auf. Und dann haben wir hier so ein, oh, leider zerlaufenes. Ich stopfe das einfach mal so im Mund, wie es ist. Schokolade, ein bisschen Waffel, würde ich sagen. Auf jeden Fall auch ganz schön süß. Aber das ist schon mal gut. Das ist auch alle, das kann gleich weg. Was haben wir denn hier? Ja, wie gesagt, mit dem Vorlesen ist genauso wie mit dem Japanischen. Ich bin weder japanisch mächtig, noch kann ich Hebräisch lesen oder irgendwas anderes in die Sache. Oder Kyrillisch, besser gesagt. Aber hier steht sogar Deutsch drauf. Lady Notch. Ach, mit Trockenpflaume und Nüssen. Okay. Klingt interessant. Ist auch ganz schön groß. Schokolade. Da merkt man, die Pflaume als Füllung. Darum ist die Schokolade. Und in der Mitte ist noch irgendwas Weißes. Das werden wahrscheinlich die Nüsse sein. Die schmecke ich jetzt gerade gar nicht raus. Ist schon irgendwie speziell. Das legen wir mal beiseite. Da haben wir später noch was von. Das ist das Gleiche, das packe ich auch dahin. Ich glaube, er hat ein bisschen was doppelt reingepackt. So. Und dann haben wir hier PB, PQP. Ich weiß es nicht. Oh, was ist das? Was ist es denn? Steht natürlich wieder nur alles in Russisch drauf, so wie sich das gehört. Das schmeckt auf jeden Fall gut. Ein bisschen trocken. Kann ich mir das hier irgendwie mit raufholen? Ah, schwarze Schokolade. Nee, rot ist mit Alva-Geschmack, schwarz mit Schokolade und Sahne-Geschmack. Ah, das ist Badonsch. Badonschik. Auf Deutsch Barren. Mit Alva-Geschmack. Was ist jetzt schon wieder Alva? Schmeckt auf jeden Fall. Ich pack's aber auch beiseite, weil sonst bin ich, glaube ich, gleich satt. Schmeckt auf jeden Fall auch gut. Also cooles Design haben die ja schon. Aber auch hier wird mir das schwerfallen, herauszufinden, was es denn ist. Okay, das sieht schon mal nach Schokolade aus. Und? Oh. Fest, bis fest. Gefüllt mit Karamell. Crispy-Stücken, würde ich jetzt sagen. Und so einen ganz leicht bitteren Geschmack hat man dann auch irgendwie. So als würde es irgendwie eine Pfanne gebraten worden sein. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch nicht schlecht. Aber das ist schon so ein Blobbenzieher. So, der gute André hat ja gesagt, ich soll mir Wasser mit hinpacken. Habe ich natürlich gemacht. Gibt zwar kein Wodka, aber ein bisschen Wässerchen. Oh, das gefällt mir. Das schmeckt echt gut. Ich
Ich würde es gerne versuchen vorzulesen, aber wie gesagt, ich bin das Russisch absolut überhaupt nicht mächtig. Wie gesagt, ich habe vorhin den Satz angefangen. In der zweiten Klasse ging bei uns die Grenze auf und in der dritten gab es kein Russisch mehr. Ich bin zwar schon tatsächlich noch ein DDR-Kind, habe da wenigstens 6 Jahre drin verbringen können, aber zu Russisch bin ich nie gekommen. Und auch wieder Schokolade. Schokolade. So ein Keks, nicht Keks, aber so eine Waffel. Was weichen, Nougat-artigen gefüllt. Und noch eine Erdnuss drin. Das russische Raffaello, würde ich sagen. Auch hier ist es wieder nicht der Fall. Ich kann euch auch nicht sagen, was es ist. Und ich kann es auch nicht ableiten. Das ist wie überall Schokolade. Aber ich würde sagen auch, das ist auch wieder mit Waffel überzogene Schokolade. Das glaube ich, würde ich sagen. Sieht so aus. Doch nicht. Mit Kokosnuss. Schmeckt aber nur sehr seicht. Also gerade nach dem Süßen, was ich da gerade im Mund hatte. Aber jetzt weiß ich auch, warum er sagte, man soll Wasser mitnehmen. Oder was zu trinken mit vorbereiten. So, hier steht jetzt wieder Deutsch mit drauf. Zucker, Glukosesirup, Butter, gezuckerter Kondensmilch, Vollmilch, Magermilch, Zucker, Laktose. Felix, das war's für dich. Das sieht jetzt irgendwie aus, als wäre es das, was ich gerade gegessen habe, nur in größer. Ach, Schaumzucker. Gut, das schmeckt jetzt irgendwie natürlich jetzt nicht so nach irgendwas Dollen. Nee, das ist jetzt überhaupt nicht mein Fall. Mit Schaumzucker konnte ich noch nie so viel anfangen. Ja, das hatten wir auch schon. Das packe ich auch mal wieder beiseite. Oder sind das verschiedene? Nee, das ist das Gleiche. Also der gute André hat es gut gemeint. Der hat wirklich ein paar Sachen doppelt gemacht. Hier das auch. Das Hükar. Ach, den wollen wir einfach mal. Nee, das ist das Gleiche, was ich auch hatte. Das hatten wir auch schon. Naja, so geht's schneller. Ah ja, aber das ist auch ein cooler Aufdruck. Da merkt man richtig absolute russische Typischkeit, ja. Oder vielleicht auch eine Spezialität, ich weiß es nicht. Cooles Bild. Aus Mandroschka-Style. So ein bisschen. Und dann haben wir natürlich wieder Schokolade. Diesmal haben wir die Waffel. Eine feste Konsistenz. Ich glaube, man muss gar nicht wissen oder immer wissen, was da drin steckt. Solange es schmeckt, auch gut. Ich pack das mal zu den habe ich schon gegessen Seite. Also schön verpackt sind die, muss man ja sagen. Sieht aus wie so eine Glocke oder so eine halbe Nuss. Das wird wahrscheinlich sein wie das erste, was ich hatte. Ich glaube, es ist einfach nur Bitterschokolade. Lustig ist ja, dass der Kakao draußen richtig staubtrocken ist und die Schokolade halt ein bisschen bitter wird. Auch nicht schlecht, kann man aber halt auch nicht so viel von essen. Hier ist was Neues. Ein Rotkäppchen, das erkenne ich sogar. Vanorka. Kappa, Katada, Vanorka, was auch immer da steht. In dem Fall dürfte man mich natürlich gerne berichtigen, aber schreiben bringt mir dann natürlich unter die Kommentare auch nichts, weil ich kann es dann ja trotzdem nicht lesen. Ja, nochmal Schokolade, Waffel, aber auch ordentlich süß. Besserchen. Jetzt gucke ich doch mal rein. Und ein Bonbon. Kirschen werden das, glaube ich, nicht sein, was hier dargestellt ist. Oh, ein Sahnebonbon. Ach, der ist aber weich. Eben mit Füllung. Nach dem, was hier drauf ist, wo ich wieder nicht weiß, wie es heißt. Bonbons können die Russen ja auch gut. Allerdings, so wie ich es in Erinnerung habe und wie ich es jetzt gerade wieder merke, schenkt immer ordentlich in den Zähnen fest. Das hatten wir. Das hatten wir noch nicht. Das essen wir danach. Gut. Ähnlicher Bonbon, Sahne. Kaubonbon mit Erdbeeren. Das beißen wir also mal auf und dann sieht man die Füllung. Da schmeckt man die Erdbeere raus.
Kapakim mit einem Kamel drauf. Schokolade. Mit Schokolade. Ich würde sagen, und Schokolade. Es schmeckt, als hätten die da ein bisschen Waffel mit reingemacht. Auch nicht schlecht. Oh, die Beeren. Das wird mit Sicherheit auch wieder irgendwie sowas in die Richtung sein. Schokolade, Waffel und einen Kern. Irgendwas Helles. Es geht in der Süße völlig unter. Also ich kann euch wirklich nicht sagen, nach was es schmeckt. Es schmeckt irgendwie gut, ist aber halt schon ganz schön süß. Aber aufgrund dessen, dass ich schon so viele verschiedene Sachen jetzt im Mund habe, meine Geschmacksnerven sind jetzt schon wieder völlig breit und sagen so, jo, Schokolade. Dann bereiten wir mir hier was vor. Ah, mit Erdnüssen. Denke ich mal. Und hier haben wir auch wieder, nee, steht auch nur in Russisch drauf. Gut, nicht so schlimm. Wäre jetzt heute nichts Neues. Erdnüsse und Karamell vielleicht könnte es sein. Riecht auf jeden Fall nach Erdnüssen. Ist weich. Definitiv Erdnüsse. Erdnüsse und. Da kommt wieder das große Fragezeichen. Was ist dieser Block? Es werden ja nicht nur Erdnüsse sein. Da wird bestimmt noch was anderes dabei sein. Aber anders als die Amerikaner. Aber auch das hat was. Definitiv. Barche, noch mehr Erdnüsse und Sonnenblumen. Kann man Sonnenblumen essen? Sonnenblumenkerne, ja. Das riecht so, das riecht schon irgendwie öllastig irgendwie, ölig. Boah. Hat so beim Reinbeißen Snickers-Konsistenz, schmeckt aber nicht danach, sondern nach Sonnenblumenkern und achso, es sind nur Sonnenblumenkerne, es sind gar keine Erdnüsse. Sieht man auch an der Farbe. Geröstet. Jetzt habe ich es, dass ich vorhin sagte, was schmeckt wie gebraten. Scheint geröstet gewesen zu sein. Auch gut. So, die hatten wir noch nicht, die hatten wir noch nicht. Die haben wir alle, hatten wir auch noch nicht, haben wir auch schon. So, machen wir die Sache doch einfach mal ein bisschen leichter. Oh, jetzt wird es interessant. Hier ist wahrscheinlich Hummer drin, zumindest laut Aufschrift. Ich bin gespannt, nach was das schmeckt. Sieht aber aus wie ein Stück Holz. Bonbon mit Schokoladenfüllung. Schmeckt jetzt nicht nach Fisch. Wer hätte das gedacht? Aber auch alles echt ordentlich süß. Na, wer für den Winter sammeln muss, ne? Fängt jetzt am besten an. So, hier haben wir das Schwarze. Das soll mit Sahnegeschmack sein. Was hat er gesagt? Badonchik. Badonchik. Oh, interessant. Sieht aus wie Gebäck. Sahnegeschmack. Wie schmeckt denn jetzt Sahne? Schmeckt jetzt gerade irgendwie Nuss raus oder so. Aber das ist auch echt gut. Buxtehude, würde ich sagen, steht hier drauf. Buxtehude. Wieder sowas. Okay. Also mit Schokolade haben die Russen das auf jeden Fall. Das merkt man. Also es ähnelt sich irgendwie jetzt auch alles sehr stark. Das ist auch so ein bisschen Zartbitterschokolade. Hier scheinen ein paar Nussstücken mit drin zu sein. Ist ausnahmsweise mal nicht ganz so süß. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch. Das hatten wir auch. Eichhörnchen habe ich noch nicht vernascht. Dann dürft ihr auch dahin wandern. Ah, jetzt Haselnuss. Jetzt bin ich gespannt. Das sieht auch sehr cool aus. Irgendwie so auch ziemlich alt. Also als hätten die das seit 30 Jahren nicht mehr verändert, das Design. Irgendwie mag ich das. Komm wieder. Oh. Schokolade, Haselnussfüllung. Bisschen fester. So wie das davor gerade. Wir machen einfach mal das ganz Große hier. Hat er mir da was aufgeschrieben? Nee, hat er nicht. Das könnte, ja, irgendwas mit Mais sein. Wahrscheinlich Maisflips.
Ah, guck mal, Maisstäbchen gesüßt. Oh, das klingt interessant. Das klingt gut. Schmeckt wie, keine Ahnung, das kriegt man hier im x-beliebigen Einkaufsmarkt auch. Hm? Die essen sich weg, die sind gut. Mmh. Hm? Eigentlich ist gar nichts Besonderes, aber so ein Maisgebäck sozusagen und gesüßt. Ja. Hat mich echt zugeballert, von vorne bis hinten. Ey, wie viel das ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das sind 15 Euro und hier die Kiste ist immer noch nicht leer. Okay, das hatten wir. Das hatten wir auch. Danke, André. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber wenn ich jetzt alle aufesse, dann mache ich mich wirklich dick. Das wollen wir nicht. Ich glaube aber, die anderen wollen auch gerne aus meiner Familie noch kosten. Kai mit Sicherheit auch. Dementsprechend brauche ich das jetzt eh nicht mehr voressen, weil ich habe es ja euch schon gerade gezeigt. Kommen wir dann zu den ganz speziellen Dingen. Da sagte er zum Beispiel, muss ich es nochmal ablesen, ich weiß natürlich nicht, wie es heißt. Shushki, auf Deutsch trocken oder getrocknet, ist ein beliebtes getrocknetes Gebäck, das zu Tee gegessen wird. Es sieht aus wie eine Brezel oder ein Stück Brot oder irgendwie so in die Richtung. Trockenbrot. Sag das doch gleich. Es ist halt nur nicht gesüßt, aber es schmeckt wie die russischen Buchstaben. Also dieses Trockenbrot, was man sich so kaufen kann. Ist das eine russische Spezialität? Ich glaube schon. Und genauso schmeckt das, nur ohne Zucker. Also dementsprechend Kaffee dazu oder Tee. Das ist auch geil. Hm? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber wie er schon sagte, zum Tee reichen, ich nehme das russische Wässerchen. Und dieses Gebäck kennt man definitiv auch. Schaumzuckerguss mit Vanillegeschmack. Würde ich normalerweise nicht essen. Das erinnert mich an irgendwas, was ich früher auch schon mal gegessen habe. Gut, jetzt ist es kaputt. Ach so, es ist ein gesamtes. Ach du Scheiße, ich dachte, es wären Hälften. Boah. Ja, ist halt so ein Schaumzucker. Also da finde ich persönlich auch überhaupt nichts dran. Ist halt einfach nur Zucker und irgendeinen Geschmack dazu. Genau deswegen esse ich das nicht. Und dann kommen wir zum allerletzten. Und zwar Halva aus Sonnenblumenkernen. Hier, da seht ihr, die Kiste ist tatsächlich alle. Das soll auch eine ganz typische russische Spezialität sein. Es wird aus 55% geschält und gerösteten Sonnenblumenkernen, Zuckersirup, Zucker und weiteren Zutaten zubereitet und schmeckt dadurch herrlich süß. Ist eigentlich nur der Rest, was aus dem Ölpressen überbleibt, ist in Russland eine sehr beliebte Süßigkeit. Also es ist nur der Rest, der aus dem Auspressen übrig bleibt. Also muss es jetzt wahrscheinlich eher trocken sein und halt wahrscheinlich wirklich intensiv süß. Das sieht interessant aus. Alter, was ist das für ein Klumpen? Legostein! Sag das doch, hier, da sind die 5 Punkte. Aber eigentlich sieht es eher aus wie eine Spanplatte. Naja, das Beste mal zum Schluss. Ganz ehrlich, das sieht aus. Aber es riecht nach Sonnenblumenöl oder irgendwie so in die Richtung. Katsching! Schneiden wir uns hier mal so eine Ecke ab, wenn das geht. Das ist nur der getrocknete Rest nach dem Ausdrücken des Öls sozusagen. Okay, das merkt man, das ist wirklich staubtrocknes Fell. Definitiv süß. Was könnte das vom Anfang gewesen sein? Mm. Ja, also Spanplatte schmeckt vielleicht sogar besser in dem Fall.
Keine Ahnung. Es sieht sehr fragwürdig aus. Ich glaube, ein Deutscher kann mit bestimmten Sachen halt einfach nichts anfangen. Also ob das nur Chinesisch, Japanisch, meinetwegen auch Türkisch ist oder auch mit bestimmten russischen Spezialitäten. Wenn man das nicht kennt, ist das wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig manchmal vor allem. Das ist irgendwie schon interessant. Aber viel könnte ich davon jetzt nicht essen. Da finde ich jetzt hier das Trockengebäck eigentlich noch am interessantesten, weil das hat nicht so einen eigenen komischen Geschmack. Also das ist hier wirklich sehr speziell. Aber wenn die Russen das gerne essen, bitteschön. Ich esse dafür gerne Sushi und Dim Sum und Wasabi von mir aus und keine Ahnung. Aber jeder hat ja einen eigenen Geschmack. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man da aufwächst, dann ist das völlig normal. Und ich glaube, je nachdem, in welchem Bereich man sich in Russland bewegt und befindet, unterscheiden sich die Süßigkeiten so oder so nochmal. Ich glaube nicht, dass das völlig Normale ist, sondern halt so, ja, schon irgendwie das Normale. Aber ich glaube, wenn man da irgendwo Richtung mehr chinesische Grenze oder mehr in den asiatischen Raum reingeht, dann wird sich das Ganze auch nochmal deutlich unterscheiden. Festzuhalten ist, es ist alles sehr, sehr süß. Es ist ja zu 80% aus Schokolade, viel aus Sonnenblumenkernen gemacht. In dem Fall ist es extrem speziell. Hier vorne hatten wir irgendwo was mit bei, was auch mit Sonnenblumenkern war, was aber auch vernünftig geschmeckt hat. Irgendwie so eine komische Füllung da. Und ansonsten muss ich sagen, schmeckt es echt gut. Trifft aber jetzt tatsächlich überhaupt nicht so meinen Geschmack. Also ich bin Schokoladenfan. Das macht auch Spaß und so. Aber ich glaube, ich habe jetzt keinen Favoriten dabei. Außer tatsächlich das ganz Einfache hier. Diese Maisdinger da, die gesüßten. Das war für mich jetzt irgendwie das Highlight. Trotzdem, André, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns dieses Paket zur Verfügung gestellt hast, dass du uns zugeschickt hast. Es war wirklich mal Nahtdriften in einer anderen Nationalität, kann man ja sagen. Die Russen sind ja gerne Deutsche, sonst wären sie ja Deutsche. Oh Mann. Und ich war schon öfters mal in so einem russischen Laden, aber ich habe eigentlich, glaube ich, noch nie was mitgenommen. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja ein DDR-Kind, ich habe schon vieles probiert und auch gekostet. Allerdings liegt das teilweise über 30 Jahre her, dass ich sowas dann vielleicht gegessen habe in den DDR-Zeiten. Da gab es sowas natürlich, weil die Russen waren unsere Nachbarn. Polen, Tschechien genauso. Da ist es ja alles irgendwo ein bisschen ähnlich. Vermisst, muss ich sagen, habe ich davon jetzt aber irgendwie nichts. Oder ich habe das noch nie wirklich gegessen. Das kann natürlich auch sein. Also es ist speziell und trifft tatsächlich in dem Fall nicht wirklich meinen Geschmack. Aber trotzdem ist es eine sehr coole Nummer, dass du uns das ermöglicht hast. Wir hätten das wahrscheinlich dann so auf die Schnelle auch gar nicht auf die Reihe bekommen. Ich bin wirklich gespannt, wie die nächsten Pakete aussehen, denn der eine oder andere Zuschauer hat schon gesagt, hey, ich hätte da noch was für euch, ich schicke euch was zu. Ich finde das übrigens sehr, sehr geil von euch, dass ihr das Ganze mit uns, mit mir macht. Ihr seid quasi der Inhalt des Kanals. Ihr arbeitet selber mit daran, dass wir das zeigen, was ihr sehen wollt. Und ich freue mich tatsächlich dann auf jedes Video, wo ich dann meinetwegen so ein Fresspaket bekomme. Und egal, was es ist, ich würde es probieren und auch wenn es nicht meinen Geschmack trifft, ich glaube, der Unterhaltungswert ist trotzdem da und man kann das vielleicht auch auf sich ableiten und sagen, okay, das wäre was für mich oder auch nicht. Und so geht man dann schon viele Zielstrebe in so ein, was sagt er, in so einen Mixmarkt hinein und sagt so, das will ich jetzt essen, weil ich habe das bei Ronny im Internet gesehen, der hat gesagt, das schmeckt scheiße, ich will es jetzt selber gucken. Nein, natürlich nicht. Geschmäcker sind verschieden und so auch mit Süßigkeiten und wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen, kurzes nochmal, das quasi nochmal als Fazit hinten dran. Den Abo-Button findet ihr wie immer hier oben links draufdrücken. Zweimal das Glöckchen drücken, dass die Schellen klingeln und läuten. Dann seht ihr jedes Video, was hochkommt. Ob das nur abends der Livestream ist. Boah, Entschuldigung, Schokolade will wieder raus. Ob das abends der Livestream ist oder Bodo ist voll. Das kann natürlich auch sein. Den habe ich heute gar nicht erwähnt. Bodo, geht's dir eigentlich noch gut? Ja, scheint gut zu gehen. Glöckchen drücken, dann seht ihr das Video. Genau, Montag, Mittwoch, Freitag bin ich am Stream. Sonntag auch. Nerdseven.de, Facebook, Instagram, YouTube. Sucht einfach nach nerdseven.de und dann findet ihr uns. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, euer vollgefressener Ronny.